Hey Leute, willkommen zurück zu Chaos auf Deponia. Ja, ich verstehe nicht. Ich habe das Spiel jetzt schon zweimal neu gestartet, aber irgendwie ist es immer noch im Vollbildmodus. Also, das ist kein Fenster, das ist immer noch Vollbild. Ich weiß nicht warum, aber ja, scheint so zu sein, dass es offenbar ja rumspinnt. Auch eine Einstellung, die beim Neustart. Kein Tooltip, also offenbar nicht. Ich mache einfach mal das raus und hoffe, dass es an hochauflösende Videos liegt, dass es dann immer abschmiert. Ich meine, ich weiß, wo die Cutscenes abgelegt sind, wenn ich da irgendwas als hochauflösendes Thumbnail verwenden will, finde ich das sicherlich schon. Aber okay, dann weiterspielen. Und hoffen, dass ich nicht wieder im Tutorial lande. Ich bin nicht wieder im Tutorial gelandet. Okay. Und Spülknopf. Eieiei. Ich meine, wir müssen den Vogel da ja irgendwie rauskriegen, ne? Er würde doch fragen, bevor er sich an meinem Wasservorrat bedient, oder? Der war doch gerade noch leer, also sicherlich. Auf jeden Fall. Gut, gut. Ich muss damit noch bis zum Monatsende auskommen. Na dann, viel Glück damit auszukommen, oder damit. Entschuldigung, ich hab Kaugummi im Mund. Und irre ich mich, oder ist da gerade keine Musik? Naja, egal. Sicherlich einfach nur keine Musik. Zu dem Screen da. Vielleicht mache ich mir unnötig Sorgen. Hopfipips kann sich immerhin ganz gut selbst verteidigen. Ja, und Rufus Ach, auch. Oma Utz, als würde das überhaupt nötig werden. Hat er sich denn überhaupt die Hände gewaschen? Natürlich hat er das. Rufus ist sehr reinlich. Das ist gut. Ich habe nämlich nur begrenzte Wasservorräte. Wo ist eigentlich der Hammer? Ich weiß, ich brauchte den Hammer, aber wo ist der? Ah. Ich hoffe, dass er nicht meine ganze Wohnung auf den Kopf stellt. Er holt Eieiei. doch nur den Hammer. Wie viel Schaden kann er dabei schon anrichten? Versprichst du mir, dass er nicht versuchen wird, mich mit stumpfen Gegenständen K.O. zu schlagen, um meine Sachen zu stehlen? Das schafft Rufus auch so. Rufus doch nicht. Als ich ihn traf, war er vielleicht etwas rüde und manchmal sogar respektlos. Aber im Herzen ist er ein sehr feiner Bursche. Ja, wenn auch Du hast ungeschickt dumm mich und so. fast überzeugt. Aber eine Sache muss ich noch loswerden. Wehe, er verstopft mir den Müllzerkleinerer. Die Schneiden sind so scharf. Andauernd verfangen sich Sachen darin. Irgendwie paradox. Die Schneiden sind scharf und andauernd verfangen Ach, sich Sachen Oma, drin. du hast vielleicht Was? Sorgen. Solange du mir versprichst, dass er vorsichtig ist, ist alles gut. Hauptsache, meinem Opfi-Pieps passiert nichts. Versprochen. Tja, da muss ich wohl das Handtuch werfen. Ja, dieses Dein Gespräch im Rufus scheint Vordergrund. sich wirklich gebessert zu haben. Und gucken wir uns Doc an. Man sieht immer noch nicht seine Beine. Ich habe eine nasse Tischdecke. Ich meine, von dem Vogel sind nur ein paar gelbe Federn übrig, aber. Ach Na so. holla, da ist ja das gute Stück. Hast du ihn endlich gefunden? Ja, klar. Das hat aber lange gedauert. Ich hoffe, du hast kein Chaos angerichtet. Nein. Niemals. Aber genug geplaudert. Boso wartet bestimmt schon. Entspann dich, Rufus. Es brennt ja nicht. Genau. Ha, genau. Genau.
Was riecht hier eigentlich so seltsam? Was riecht hier eigentlich so seltsam? Hast du komplett den Verstand verloren? Du hättest beinahe Oma Utz Hütte in Brand gesteckt. Alles im Dienste der guten Sache. Dein Selbstmord? Ja. Eine Reise nach Elysium. Aber Rufus, das hatten wir. Die gute Sache, sein Selbstmord. Du bist endlich vernünftig geworden. Geworden? Geblieben. Und genau darum wird mein Plan diesmal aufgehen. Und was soll das bitte für ein Plan sein? Der sieht nicht so aus, als würde er funktionieren. Nach dem Versuch eines Wahnsinnigen, das Prinzip von Aktio und Reaktio zu widerlegen. Na dran. Ach du große Grütze. Sobald ich auf diesen Blasebalg trete, wird der Korken nacheinander die drei Zielscheiben treffen. Was infolge einer spektakulären Kettenreaktion die Raketen zünden und das Halteseil kappen wird. Ich habe alles berechnet. Schau einfach zu und lerne. Und halt dich von dem Fallbeil fern, wenn du deine Finger behalten willst. Ja, also so dazustehen ist eine blöde Idee. Gleich wird eine Entschuldigung fällig. Wenn er nicht seine Finger verliert. Also, wer entschuldigt sich bei wem? Pass auf deine Finger auf, Doc. Sobald der Korken das erste Ziel trifft, löst die Waage das Fallbeil aus. Es wäre verrückt zu glauben, dass das funktioniert. Aber noch verrückter wäre es anzunehmen, ich wäre hier in Sicherheit. Genau. Dieser Gummi ist, ja, wie hat Rufus den gespannt und wo hat Rufus den her? Aber okay. Ja, dann... Ich habe kein Inventar, also... Schau gut hin! Rufus, nein! Naja, fast. Oh, oh, doch. Das ist kein guter Platz für ein Nickerchen. Der Bunsenbrenner könnte jeden Augenblick das Wasser in der Vase zerkochen. Und wenn die Waagschale nach oben geht, löst sie die Guillotine aus. Die Zündschnur brennt auch schon. Doc, hörst du denn nicht? Aufwachen! So ein Mist. Doc retten oder nach Elysium? Doc retten oder nach Elysium? Verdammt, was mache ich nur, was mache ich nur, was mache ich nur? Immer noch kein Inventar. Achso, ja, Rufus kann nicht in seine Jacke greifen, weil er die Hände fest hat. Klar, dass er kein Inventar hat. Das Gas aus der Flasche wird Richtung Flamme gepustet. Leider reicht es nicht, um das Gas zu entzünden. Zu schade. Das gäbe einen tollen Budenzauber. Und okay. Zirkusreif wie immer. Vielleicht kann ich ein bisschen Schwarzpulver daraus kratzen. Das sollte die Flugeigenschaften des Sägeblatts ja nicht weiter beeinträchtigen, oder? Nicht unbedingt. Das kitzelt. Und nochmal? Mit dem richtigen Schwung könnte ich das Schwarzpulver in den Lufteinzug des Blasebalgs katapultieren. Easy und vollkommen realistisch. Genau, vollkommen realistisch, dass das Schwarzpulver von hier in einem Sprung da reingeht. Beim ersten Versuch. Easy und vollkommen realistisch. Wenn das Schwarzpulver die Flamme erreicht, könnte sie das Gas entzünden. Und dann gibt's bestimmt eine interessante Kettenreaktion, deren Ausgang sich schwer vorhersehen lässt. Worauf warte ich noch? Klingt echt gut. Ja. Immerhin, nicht abgestürzt. So ist das also passiert. Gut zu wissen. Und es lag an den hochauflösenden Videos. Was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Cletus?
Natürlich, Kletus. Ja. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Goal und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte, damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Hm. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne, hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Doch. Sag es ihm, Goal. Ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich. Wo wir gerade von den drei Teilen des Bewusstseins reden. Bei der Aktion dieses Flo Sachs wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. Was haben das wir hier? Sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu, da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Das ist, glaube ich, auch nicht der Fall. Da ist noch mehr Staub. Krass, ein Bär. Das gefällt mir bisher am besten. Warum? Warum? Wieso verändert sich das so krass? Wohl doch der Schleudersitz. Und wieder der Schrumpfstrahler. Warum? Wie funktioniert das denn bitte? Aber egal, Eject-Knopf. Ich bin das Beste für Goal. Nein, halt! Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh. Oh oh. Nein, Goal! Du Idiot! Ja. Goal! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Notausstieg! Kletus, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Kletus! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme! Ja, warum nicht? Halte durch! Hey! Wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Da bist du. Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus. Kletus, nein! Kletus! So. Ja, okay. Mist. Das hat er selbst verbockt. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, anderen. Ich weiß. Auf allen anderen. Er landet immer wieder auf allen anderen. Was zum... Goal? Red kein Unsinn. Wenn das Goal war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Dann käme am Ende ja noch Rufus. Also ihr seht, es gibt hier sehr viel mehr Cutscenes als im ersten Teil. Der Teil hat irgendwie mehr, ja, keine Ahnung, Storyline oder so. Storylastigere Elemente. Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren, aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es
geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herrgott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe. Zu welchem Sinn? Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und solange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den Ältestenrat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus. Raus, habe ich gesagt. Ja, Sir. Okay. Wo zum Kehricht steckt dieser Cletus? Gute Frage. Da, würde ich sagen. Ja, hallo Cletus. Und noch eine Cutscene. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunkenen Notbootwänden. Was in der Tat Cole's Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn mal ehrlich, das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz letzten Endes noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Und zwar mit Saufen und allem. Ich bin nicht sehr musikalisch. Aber ich meine, ja, gut. Lassen wir das. Ja. Und hier sind wir angekommen. Autschi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Wir haben angelegt. Sein Chiropraktiker. Doc? Ah, ein Zettel von Bozo, dem alten Piraten. Geht das schon wieder los? Noch eine Cutscene. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Ach. Ja, ja, ja. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhaus. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke? Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Warum kommt nie jemand mit Rufus aus? Hier hängen einfach Karten. Cool. Es geht doch nichts über frische Seele. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit und Müll. Der toxischen Chemikalien. Und Tonis Mutter. Psst, du verscheuchst die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber die Kinderhöhle bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, was? Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Ah. Zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Ah, egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Die Spelunke ist, warte, Moment. Die Spelunke ist hier, der Markt ist hier. Da ist, noch irgendwas, aber, ja,
So kommt man in dem Spiel relativ gut rum. Man reist durch die Stadtpläne. Ja. Aber... Oh ja, stimmt. Wo geht's da hin? Hier ist das, glaube ich, im vorherigen Teil war das noch, dass da einfach da stand, wo es hingeht. Und hier steht es jetzt einfach nur als Fragezeichen da. Aber ja, dann beende ich auch hier mal die zweite Folge. Und ja, wenn ich mal um Rufus, komm schon. Ist doch... Es kann doch nicht sein, dass Rufus keine Ansicht von vorne hat. Jetzt ohne Witz. Rechts, links oder nach hinten, aber nicht nach vorne, okay. Okay, meinetwegen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, wenn nicht, dann nicht. Guckt euch doch mal meine anderen Videos an, wenn ihr Bock zu habt. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.